wie du jeden Text knacken kannst, ihn schneller und besser verstehen wirst und die wichtigsten Sachen aus dem Text dir sehr einfach und ganz lange merken wirst. Mit dieser Methode, die ich dir jetzt gleich zeigen werde. Also bleib dran, bis gleich, let's go. Du kennst bestimmt auch die Situation aus der Schule, du kriegst ewig langen Text und musst diesen lesen und die wichtigsten Sachen aus dem Text dir merken, weil sie vielleicht in der Klassenarbeit drankommen oder weil vielleicht musst du auch gleich repräsentieren. Und ich zeige dir jetzt meine Methode, die ich nutze bei solchen Texten. Ganz einfache Methode, besteht aus 4 Schritten. Ich bin Fan von weniger ist mehr. Der erste Schritt ist, verschaffe dir eine Übersicht. Schau dir mal die Überschriften an. Um was geht es denn grob? Was ist der Grundgedanke des Textes? Und dann liest du diesen Text. Du musst verstehen, lesen. Ja, wenn du nur einen Text liest mit den Augen, dann kannst du dir nur 10% merken. Wenn du was tust, selber was tust, also in dem Fall Notizen machen oder schreiben, dann kannst du dir 90% merken. Und das ist jetzt enorm wichtig für meine Methode. Du liest dir den Text durch und unterstreichst erstmal alle Wörter, die du nicht verstehst. Ja, es sind ja oft Fachbegriffe in solchen Texten vorhanden. Du musst diese unterstreichen und dann schlägst du nach. Was bedeutet dieser Begriff? Entweder mit dem Handy. Du weißt, ich bin kein so ein Fan von Handys während dem Lernen, weil man driftet sehr schnell ab und ist auf einmal lost in space in YouTube, Facebook, WhatsApp, was auch immer. Oder du hast ein Fremdwörterlexikon. Also schlag die Wörter nach und schreib's dir auf dem Text oder am Rand, egal wo. Oder du nimmst ein separates Papier, die Begriffe raus mit deren Bedeutung, mit deren Erläuterungen. Das ist enorm wichtig. Und während ich diesen Text zum ersten Mal lese und die Fremdwörter unterstreiche, habe ich in meinem Hinterkopf meine 4 W-Fragen. Die brauche ich in Schritt 2. Schritt Nummer 2, du hast den Text in Schritt Nummer 1 gelesen, du hast die Wörter unterstrichen, die du nicht verstehst und dann deren Bedeutung rausgeschrieben. Jetzt liest du den Text nochmals durch und unterstreichst oder markierst oder schreibst folgende Sachen raus. Um was geht es in diesem Text? Ja? Alle Texte kann man in einem bzw. in 2 Sätzen zusammenfassen und irgendwo in diesem Text ist dieses Was drin. Und wenn du die Antwort findest zu diesem Was, dann markierst du diese Linie und schreibst drüber Was oder schreibst es dir irgendwo auf dem Zettel raus. Wichtig ist, du musst mit der Hand arbeiten und im Stift, also von der Hand in den Verstand. Nach dem Was kannst du nach dem Wo, falls Wo wichtig ist, Wann und Warum. Ja, warum heißt, was ist die Absicht dieses Textes? Möchte dieser Text informieren, aufklären? Im dritten Schritt geht es um die Gliederung und deren Bedeutung. Was heißt es konkret? So, entweder A, du hast einen Text von oben nach unten und der hat gar keine Abschnitte. Total furchtbar. Ich kann damit gar nichts anfangen. Ich kann mir da auch nichts merken. Heißt, du machst erstmal hier Abschnitte. Im ersten Abschnitt geht es um das. Ja? Da geht es um das Wann. Im zweiten Abschnitt geht es um das Wo. Wenn du einen Text bekommst, der schon Abschnitte hat, dann versuch doch einfach mal nur bei den wichtigsten Abschnitten einfach kurz daneben hinzuschreiben am Rand, um was es da geht. Oder ein Stichwort reicht vollkommen. In diesem Abschnitt geht es zum Beispiel um das, das, das. Und in diesem Abschnitt geht es um das, das, das. Warum ist es so wichtig? Angenommen, ihr kriegt einen Text und danach wird über diesen Text geredet in der Klasse. Ja, und die Lehrerin fragt irgendeine Frage zu irgendwas aus dem Text. Dann weißt du, okay, ah, okay, sie meint das. Die Antwort steht in diesem Abschnitt. Im vierten Schritt geht es einfach nochmal um eine Zusammenfassung und Wiederholen. Jetzt geht es darum, das kannst du nochmals auf einem separaten Blatt oder auf diesem Blatt nochmal kurz zusammenfassen, um was es geht. Eine Zusammenfassung ist enorm wichtig. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Du machst dir einfach nur Stichwörter oder du schreibst einfach nochmal diese 4 W-Fragen raus. Oder du machst nochmal eine kurze Zusammenfassung vom Text, aber es ist wichtig, eine Zusammenfassung zu machen. Wiederholung heißt, und du hast erst dann was verstanden und gelernt, wenn du es deinem Nebensitzer erklären kannst. Er hört zu, in diesem Text geht es um bla bla bla. Also wenn du einem erklären kannst, um was es da geht, in eigenen Worten, dann erst hast du diesen Text verstanden. Und von dem her dient auch diese Zusammenfassung. Die kannst du dann irgendwo einheften und dann, wenn es in Richtung Klassenarbeit geht, dann musst du nicht diesen Text nochmal auseinandernehmen. Das hast du ja schon. Ja? Also du hast dir enorm viel Arbeit erspart. Und jetzt guckst du dir nochmal die Zusammenfassung an und sagst, okay, ja klar, darum geht's. Easy. Wichtig ist, setze diese 4 Schritte um. Und falls du immer müde bist, ob beim Lernen, in der Schule oder zu Hause, egal wann, egal wo, dann schau dir mein nächstes Video an, aktiviere die Glocke, da bekommst du 5 Sofort-Tipps gegen deine Müdigkeit.
Abonnier meinen Kanal, teile das Video, so hilfst du mir, so kann ich dir auch helfen, so kann ich ja noch mehreren Schülern helfen. Denn meine Vision ist es, bis zum Jahr 2025 1 Million Schülern zu helfen. Das war's, ich bin raus, dein Mo.